Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 11. Spieltag, an dem der SSV Jahren am morgigen Samstag diesmal um 16 Uhr antreten wird, und zwar beim TSV Rhein-Lech. Bei mir wie immer unser Cheftrainer Christian Brandt. Und Christian, meine erste Frage an dich ist folgende. Du hast immer gesprochen, dass man ein erstes Fazit mal nach 10 Spielen ziehen kann. Ich würde dich bitten, das zu tun. Ja, kann ich nur eingeschränkt machen, weil ja nicht alle Mannschaften 10-mal gespielt haben. Das stimmt, aber wie zufrieden bist du nach den 10 Spielen mit deiner eigenen Mannschaft? Wahrscheinlich hättest du das vorher unterschrieben, 9 Siege und ein Unentschieden. Ja, das ist ja klar. Also die Mannschaft hat das bisher sehr, sehr gut gelöst und ist auch nach wie vor sehr fokussiert und gut bei der Sache. Und klar, der Saisonverlauf ist bis jetzt natürlich gut. Die beiden härtesten Konkurrenten sind Wacker Burghausen und Bayern München 2. Die spielen heute Abend jeweils ihre Spiele schon. Inwiefern schaust du auf diese anderen Spiele? Also klar, natürlich um zu scouten und um dich auf die Gegner auch vorzubereiten, aber spielt das auch eine Rolle beispielsweise in der Ansprache vor dem Spiel morgen, wenn jetzt da einer patzt zum Beispiel? Nee, gar nicht. Also wir sind da nach wie vor gut beraten, nur auf uns zu schauen, und das hat bis jetzt ganz vernünftig geklappt. Und ja, das sind ja immer noch irgendwie 24 Spieltage bis zum Schluss und da kann noch eine Menge passieren. Schauen wir auf unseren Kader. Nach meinem Kenntnisstand fehlen logischerweise Geipel und Nachreiner als Langzeitverletzte. Luge, George und Reitl habe ich noch auf der Liste. Kannst du zu denen eine kurze Wasserstandsmeldung abgeben? Ja, Jan George wäre, glaube ich, wieder einsatzbereiter, trainiert diese Woche. Müssen wir heute nochmal abwarten. André Luge ist wieder im Lauftraining. Fabian Reitl hat immer noch Innenbandzerrung im Knie, und das wird sicherlich noch 10, 14 Tage dauern. Aber Marcel Ruffert ist gesperrt. Auch 5. Gelbe? Ja. Ich glaube auch noch ein, zwei andere Spieler sind da in der Gefahr, oder? Ja, ich glaube Olli Hein und Markus Paglionis und Kolja Pusch sind irgendwie noch, oder Olli Hein hat 3, ich weiß auch nicht genau. Also ich glaube Olli Hein 4 und Kolja 4. Ah, okay. 1000% sind jetzt auch nicht. Ja. Schauen wir auf den Gegner. Rhein am Lech ist als Aufsteiger, schlägt sich gut, stehen mit 11 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Das Ganze bei einem Torverhältnis von 16 zu 26, haben immerhin 3 Spiele schon gewonnen, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen. Wie ist deine Einschätzung zum Gegner? Ja, wird auch wieder ein mega schwieriges Spiel. Wir haben erst ein Spiel zu Hause verloren, haben Unterhaching zu Hause geschlagen 2-0, haben Aschaffenburg im letzten Heimspiel 2-0 besiegt. Wir müssen auch wieder alles abrufen, extrem konzentriert sein und einen hohen Rhythmus, hohes Tempo gehen, wenn wir da bestehen wollen. Vielen Dank, Christian, das war's von meiner Seite. Dann übergebe ich die Fragestellung an die anwesenden Journalisten. Machen den Anfang. Jürgen schreibt noch, Armin als Dienstältester für Radio Scheinbar. Wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Ist sie so, wie man das erwarten kann nach dieser Erfolgsserie, oder ist noch ein bisschen gedämpft? Man weiß, ein paar Mannschaften sind in Lauerstellung, es wird nicht immer so weitergehen, wir müssen aufpassen. Ah, nein, also das ist ja auch Tagesgeschäft. Die Jungs haben sich gefreut über all die Ergebnisse, die sie bis jetzt geliefert haben, auch zu Recht gefreut. Aber dann, wenn eine neue Woche beginnt, dann ist der Fokus liegt dann wieder auch auf dem nächsten Spiel, und so ist die Mannschaft auch. Also grundsätzlich sind sie aufgeräumt und auch gelöst und haben auch Selbstvertrauen aufgebaut durch die Siege, selbstverständlich. Aber die Mannschaft weiß auch, dass da das nächste Spiel ist morgen, und das ist natürlich, das sind blöde Floskel, aber das ist natürlich wieder das Wichtigste. Als Regensburger Fußballfan fiebert man natürlich dem Spiel gegen Burghausen entgegen, der alte Rivale, der Erzrivale, viele Zuschauer werden kommen. Denkt die Mannschaft schon ein bisschen daran, oder glauben wirklich alle, jetzt müssen wir zuerst mal rein Lech abhandeln? Genau so ist es. Also Burghausen ist extrem weit weg. Danke, Armin. Dann Jürgen Scharf für die Mittelweiche, bitte. Ich muss offen sagen, mit meiner Schreiberei. Ich muss nur eine kurze Rückfrage zu den Verletzten, ob ich es richtig bekommen habe. Jan George ist fraglich. Ja, er hat einfach trainiert diese Woche. Und das sah auch jetzt ganz okay aus, aber wir müssen heute nochmal abwarten, wie er sich da fühlt und wie der Fuß die Belastung der Woche verkraftet hat. Luki und Reitl eher nicht. Nee. Genau. Auch in diesem Zug einfach mal eine Frage bei den beiden Langzeitverletzten, an die Geipel und Sebastian Nachreiner. Wie ist da der Stand der Dinge? Wie kommen beide zurecht? Ja, der Andi Geipel ist schon relativ weit in der Reha. Der kann jetzt auch schon ein paar Sachen mehr machen, kann schon leichtes Lauftraining machen, fühlt sich ganz gut. Fehlt natürlich noch unglaublich viel, und wir hoffen, dass er vielleicht nach der Winterpause wieder einsteigen kann.
Und beim Sebastian ist es noch am Anfang einfach. Ja, Sebastian hat jetzt auch Staatsexamen geschrieben und da stehen noch ein paar weitere Untersuchungen an, wo dann tatsächlich abgeklärt wird, ist das Kreuzband jetzt komplett gerissen oder vielleicht doch nicht. Und ja, es waren jetzt die letzten 6 Wochen einfach mal so in einem Wartezustand, weil andere Dinge auch Vorrang hatten bei ihm. Aber es hat den Heilungsprozess überhaupt nicht beeinflusst. Es konnte sich alles ganz gut regenerieren und irgendwann wird man dann sehen, wie es weitergeht. Und letzte Frage auch eigentlich zur Stimmung in der Mannschaft oder wie Sie die selbst beeinflussen. Was sind Sie da für ein Typ? Sind Sie einer, der Mannschaft eher versucht, total heiß zu machen vor dem Spiel? Und wie ist es dann nach 10 Spielen, wo man neu gewinnt? Das kann man wahrscheinlich bei jedem Spiel dann aufs Neue, also jetzt aber raus, weil man sich dann abnutzt. Wie ist da Ihre Strategie zurzeit? Heißt es einfach laufen lassen und ruhige Ansprache? Ja, es ist je nach Situation. Also es kommt auch ein bisschen auf an. Also versucht natürlich als Trainer immer so ein bisschen auch den Puls der Mannschaft zu fühlen, zu sehen, okay, in welchem Zustand ist sie? Ist sie ein bisschen schläfrig oder ist sie aufgeregt? Ist sie ein bisschen übermotiviert oder so ein bisschen laissez-faire? Und dann kann man situativ handeln und so halte ich das meistens. Im Moment grundlegend ist es so, dass wir versuchen uns weiterzuentwickeln im Training. Wir arbeiten an ganz vielen verschiedenen Details und die Jungs müssen die Spannung hochhalten, damit sie die Dinge auch immer besser weiter verstehen und auch umsetzen können. Und sie sind grundsätzlich einfach mal so, dass sie fokussiert sind und sich auch immer auf das nächste Spiel freuen. Und einfach der Tank des Selbstvertrauens, der soll immer weiter gefüllt werden. Und morgen haben wir einfach die nächste Gelegenheit dazu. Vielen Dank. Gerne. Ja, Jürgen. Weitere Fragen gibt es, glaube ich, nicht. Simon. Alles gut. Dann vielen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz. Danke wie immer auch fürs Zuschauen auf JahnTV und euch morgen viel Glück in Rhein am Neckar. Danke.